Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 Bio. Ja, wir waren ja letztes Mal dabei, hier ein bisschen was zu mähen. Und ich würde sagen, da wir letzte Folge, oder da ich in der letzten Folge leider ein spontanes Meeting hatte, sage ich jetzt mal, wollte ich mich ja nicht mehr um den Helfer kümmern. Aber jetzt kümmern wir uns hier mal um den Helfer für den Mähdrescher und wir gucken einfach mal hier Lohn pro Stunde hier 30, 29, 29 Euro. Der Herbert, der ist in Dreschen 25% und ich würde sagen, den stellen wir einfach mal ein. So, der Herbert ist jetzt hier drin, genau. Herbert, Freizeit und Helfer auswählen. Das heißt, der Herbert sitzt jetzt hier drin im Mähdrescher, mäht für uns hier ein bisschen was. Und wir können in der Zeit hier mal schön mit... einmal gucken hier... nicht Sämaschine, sondern Mähwerk. Die Dinger brauchen hier 160 PS und der Trecker hat 245. Perfekt. Das passt gut. Das heißt, hier Licht einmal, genau, Licht an. In Perspektive. Und jetzt einmal hier ausparken. So. Dann lass mich hier einmal überlegen. Ich glaube, das war so, dass das Ding... Also, dass das Kleine ans Große kommt, oder? Ich glaube, so rum war es. Ja, Landmaschinenhändler ist in Ordnung. Kennen wir mittlerweile, glaube ich. Oh, 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 oh. Nee, das war falsch. So, genau. So, ich hoffe mal. Nee, das ist die falsche Seite. Okay. Das heißt, hier haben wir ein kleines Wendemanöver. Sehr schön. Zack, einmal rüber. Falls ihr Fragen habt, welche Mods hier sind, ich kann eigentlich nochmal... oh, was ist hier los? Ich kann eigentlich hier nochmal euch ein Video zeigen. Oder ein das, vielleicht wenn wir das Projekt irgendwann mal streamen, dass ich euch das dann zeige. Und ich glaube, es war doch andersrum. Dass das Große ans Kleine muss, glaube ich, so rum war es. Weil so rum habe ich da jetzt keinen Erfolg gesehen. Das heißt, hier einmal schickt dem Gewicht ausweichen und dann versuchen hier das ganze Gedöns einmal ranzumachen. Vielleicht nochmal senken. Nein, 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 nicht aufklappen, nicht aufklappen. Nein, okay. Dann war es vielleicht andersrum nochmal. Aber nicht umkippen, danke. Also ich bin gerade ein bisschen ratlos, aber es ging auf jeden Fall, das weiß ich. Wir haben hier auch schön durch den Inspector-Mod den Mähdrescher im Blick. Oh, 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 nicht gegen Laterne, genau. Ja, sehr schön. Und jetzt nochmal versuchen hier. Ja. Okay, da haben wir es. Einen Sammelwagen, glaube ich, hängen wir noch nicht direkt dran. Das heißt, wir nehmen für den Case hier erstmal das Hinterradgewicht. Wir machen einmal kurz Allrad und so weiter an. Wir haben geschickt um die Kurve. Ja, es wird, es wird. So, komm hier rum. Ja. Na, wenn da mal jemand sagen möchte, dass wir keine Profis sind hier, ne? Aber das Gewicht reicht nicht. Okay, dann machen wir das Ganze hier ab. Fahren das hier kurz nach hinten. Koppeln das auch ab und kaufen uns mal das schwerste Gewicht, was wir haben. Gewichte, zack. 1600, 2300, 2400, 3000.
Das ist schon das Schwerste, so wie es aussieht. Ja, okay, dann machen wir das anders. Moment. Dann machen wir das Ganze mal hinten ran und gucken, wie sich das dann verhält. Weil ich glaube, hinten kann ein Trecker mehr Last tragen als vorne. Was ja auch nur logisch wäre. Weil vorne ist ja schon der Motor. Und... ja, das sieht besser aus. Okay. So. Achso, da kommen wir nicht lang. Okay. Hatte der jetzt hier einen Frontlader? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Ja. Okay, dann lass uns hier auch nochmal direkt den Frontlader anbauen. Das heißt, hier noch einmal kurz das Gewicht abmachen. So. Rückwärts. Vorwärts. So, ja, ja. Ja, ja. Und wieder rückwärts. Und wieder. Komm, vorwärts. Auch wieder ankoppeln. Umschalte rechts. Hat er... ach, ach ja, stimmt. Der hat auch dieses IC-Ding. Boah, dass hier immer so übertrieben weit aufgehen muss, ne? Hat er hinten das Fenster? Ja. Sehr schön, damit es hier nicht so richtig heiß drin wird. Ich meine, das mag ja keiner. So, und hier natürlich das Dachfenster auch nochmal. So, so, man muss natürlich auch immer ein bisschen hier gucken, dass es dem Charakter gut geht. Moment, einmal kurz hoch. Oh, was ist das denn für eine Kamera? Die ist ja mal genial. Okay, die geht mit dem Haken. Das gefällt mir ganz gut. So, den auch nochmal ran machen. Jetzt können wir den hier runter und ganz hoch. So. Das Gewicht können wir jetzt... nein. Da. Nee. Gewicht senken müsste hier doch irgendwo sein. Tomat. Automatisches Laden. Gewicht senken, da. So, den einmal, das Gewicht einmal senken. Oh. Das ist aber verdammt tief. Das machen wir nochmal lieber hoch. Okay. So, mit diesem Gespann können wir jetzt Richtung Feld 56 fahren. Das heißt, quasi, ja, der gleiche Weg. Wie schon gewöhnt, hier einmal. Ach, guck mal an. Mit C kann man ja, glaube ich, auch regulär die Ansicht wechseln. Und dann kann man hier auch die Ansicht wechseln von Gabel und normalen Fahrzeug und Innenperspektive. Das ist praktisch. Ja, so lernt man langsam das Spiel kennen nach 100 Folgen. Oder mehr sogar. Ein paar Streams habe ich auch gemacht über das Spiel hier. So, oh, Moment, Moment. Ich muss hier einmal kurz was machen. Achso, vielleicht nochmal rechts blinken. So. Hat er eigentlich einen Blinker hier hinten? Nee. Ich glaube nicht, dass er so Straßen zugelassen wäre. Hier. Von Moorbach nach Feuchtingen jetzt. 3 Kilometer. Das heißt, da wird dann wohl auch unser... boah, guck ich einmal, wie klar das da ist, ey. Das TÜV-Zeichen da mit 2017 drauf. So. Zack, und Blinker rein und weiter geht's. Achso, und brauchen wir das vielleicht doch? Hier ist es, wir sind schon, nee, wir sind noch nicht da. Okay, also hier jetzt weiterfahren. Und hier ist es auch wieder relativ eng mit dem Gespann hier hoch zu oder lang zu fahren. Aber das ist auch das Schöne hier an so kleinen Maps. Also es gibt auch welche, die lieben Vierfach-Maps und welche, die hassen sie. Ich bin Fan von beiden. So, und jetzt haben wir uns verfahren. Ich müsste jetzt rein theoretisch rückwärts. Aber bei 4% Gefälle mache ich das nicht. Das heißt, wir fahren hier rüber. Doch, da vorne können wir lang. Hier einmal kurz rückwärts in den Weg stoßen. So, das Schild hat niemand gesehen. So.
Und jetzt vorwärts hier rechts hoch. Können wir? Ja, sieht ganz gut aus. Okay. Das heißt, wir müssen hier jetzt gleich links. Irgendwo. Ach, da vorne, okay. Hier, oh Gott, hier, 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 hier. Ah. Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Das heißt, wir sind landwirtschaftlicher Verkehr. Das heißt, wir dürfen hier rein. Müssen dann hier lang fahren. Und links ist jetzt unser Feld. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie wir da raufkommen. Hier? Ja, hier. So, Rückwärtsgang, genau. Natürlich schön blinken, dass wir hier rein wollen. Ey, ich würde ja auch Warnblinker anmachen. Ich weiß nur leider gerade nicht, welche Taste das war. So, das heißt hier jetzt einmal rein. Ja. So, und jetzt hier einmal schön alles öffnen. So, und das wollen wir auch einmal senken und aufklappen. Und mähen würde ich sagen, machen wir selber, weil wie gesagt, hier ist kein Curseplay drauf und so weiter. Das heißt, Mähwerk anschalten. Und anschalten.